zurück in Whispers of a Machine. Wir haben ein paar mehr Informationen einholen können zu beiden Mordfällen, die offensichtlich miteinander zusammenhängen. Wir haben herausgefunden, auch wer in der Wohnung, in dem Apartment lebt, zu dem wir bisher noch keinen Zutritt gefunden haben. Nämlich Katharina Burke. Allerdings kennen wir das Passwort von ihr nicht. Wir haben beim Durchsuchen des Labors im Museum diese Notiz gefunden. It reads, Consul PW, think new Katharina. So, die neue Katharina. Meine Annahme war eigentlich, dass... Katharina Burke. Ich verliere mal die Maus. Katharina Burke. Die neue Katharina Burke wäre quasi die Katharina, die hierher gezogen ist. Which means she's been in Nordsee for 2 years. Aber vielleicht muss ich auch andersrum denken. Ich weiß es nicht. It's a map of Nordsee. Looks like the center of the disc is hollow. Ah. So, Smart Scan bitte. Bringt uns nichts. Also sagt, das sieht so aus, als ob die Mitte irgendwie hohl wäre. It's a map of North. Okay. Da kann man bisher noch nichts machen. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie vielleicht in den Akten nochmal was prüfen kann. Ansonsten frage ich unser Chief dann nochmal zu Katharina Burke. Ja, das Konnektiv, das wird auch sehr interessant, was das für eine Gesellschaft ist. Just lots of case files. Okay, quatsch mal mit unserem Chief. I had a few questions, Commissary. By all means. What do you make of this? No idea. Something to do with a password? Looks that way, yeah. Das ist keine große Hilfe, leider. That's all I needed. Very well. Das ist so gar nicht geholfen. So, stehen da im großen Looks Buch. Like a logbook. Maybe Anderson. Okay. Quatsch mal mit unserem Kollegen da draußen. Hello again, Gabriel. Hey there, can I be of assistance? What do you make of this? Some kind of reminder for a password? Yeah, that's my theory too. Wobei interessant ist, es steht ja auch Konsolenpasswort. What do you know about the... Yeah. Right. Sort of. Understood. All right, so. I'm off. Good luck. Da sind nicht nochmal dieselben Fragen angeklickt. Zum Gefängnis wollen wir nicht. Jetzt ist die Frage. Was machen wir? Neue Katharina Burke. This was it reads Consul PW. Think new Katharina. New Katharina. Katharina ich glaube immer noch, dass das hier damit zu tun hat. Und wenn es um ans Konsolenpasswort geht. Vielleicht sollte ich nochmal... Ne, wir gehen nochmal zum... Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Museum. Beziehungsweise ins Labor von Maya. Beziehungsweise... Ja doch, ich denke, das ist eine gute Idee. Vielleicht habe ich dort irgendwas übersehen. Eben eine Konsole oder vielleicht einen Schalter, der dann einen Geheimraum öffnet oder irgendwas. So, hier sind wir wieder. Some old pre-collapse gadgets. Probably. Hier haben wir die Maschine. I have no clue what this thing does, but it looks like it could have something to do with processing samples. Das Bedienfeld. Doesn't appear to have power. Just as well. I would. Genau, also das hatten wir auf jeden Fall schon. Some kind of airtight container. It's labeled nutrients. Pflanzen, Regale, Roboter, Bett. Also sie macht doch nicht den Eindruck, sie sagt ja auch schon, dass sie damit nichts, anfangen könnte. Insofern. Sehe ich auch hier kein Fortkommen.
Was können wir noch machen? Wen können wir noch befragen? Vielleicht. Das ist eigentlich wie in so einer Krimiserie. Wenn man nicht weiterkommt, gehen wir erstmal einfach zum Forensiker. Das machen wir jetzt auch einfach. Quatsch das mit Forensiker. Ich hätte eine neue Erkenntnis. I had some more things to ask. Shoot. Are you familiar with the Conduit? That old terrorist organization. What of it? Well, have you ever heard about it still being around? I'm sure the ideology still thrives in places. The lure of artificial intelligence will never be fully diminished. Right, but you're not aware of anyone being more than a little interested. If you're asking me, would I report a terrorist if I knew one, the answer is yes. But currently, I don't. Okay, thanks. Darf ich ihn doch nochmal dasselbe fragen? Are you familiar with the Conduit? Little terrorist. Well, have you... I'm sure the ideology... Sie sehen, ob er lügt. Right, but... If you're asking me, ich trau keinem dort. I don't. Okay, thanks. Keiner ist wirklich verdächtig, aber irgendwie. What are your conclusions about Maya's murder? Ich trau keinem. Most obvious first. The cause of death is acute blood loss due to the multiple stab wounds. Das hat uns schon erzählt. Hat uns auch schon erzählt. Nice and thick. I can easily shape it with my hands. Oh, yeah. I couldn't recover any biological traces of the murderer. There's no blood on her that isn't hers, or any traces of skin under her nails. This makes me suspect that the killer likely wore protective clothing and gloves. Wie könnten wir versuchen zu finden? The death was roughly 2300 hours last Tuesday, 5 days ago today. Ja, aber wirklich was Neues erzählt er uns nicht. Okidoki. Nice and thick. So, vielleicht nimmt sie da trotzdem Fingerabdrücke. Maybe if it was Carl's finger. I have no reason to believe that Maya had access to the fingerprint scanner. Ja. Ah, also doch. Diese These hatte ich ja schon am Anfang, dass man den Fingerabdruck nehmen kann mit dem Lehm. Hey, what's that? I just need a quick mold of one of his fingers. Thought I'd use this clay here. I suppose that's fine. Interessant hier. Ein Abdruck von Carls Finger anfertigen. Irgendwie kompliziert, aber es müsste funktionieren. Und jetzt etwas, was uns indirekt einen Hinweis darauf gibt, dass es noch eine Alternative gibt. Keinen Abdruck anfertigen. Warum mache ich das wegen einer Leiche so kompliziert? Es gibt bestimmt noch eine einfache Möglichkeit. Ich sehe aber keine einfachere Möglichkeit. Schadet ihm nicht. Und wir kommen vielleicht weiter. Das Konsolenpasswort, das denke ich, ist tatsächlich für was völlig anderes. Wie der Name schon sagt, Konsolenpasswort. Naja, aber es ist halt, ich finde, wenn man solche Ermittlungen hat in solchen Games, also bei mir ist es so, ich fange dann manchmal an, irgendwann in jede Richtung irgendwie mich zu vertheoretisieren. Und komme dann stellenweise gar nicht mehr weiter. Ja, ziemlich vor lauter. Zum Labor gelaufen. So, ich verliere manchmal die Maus. Aber das Spiel ist super atmosphärisch. Ich finde auch schön, dass eigentlich durchwegs Musik läuft. Also, es gibt mir so das Gefühl, tatsächlich die ganze Zeit einfach eine Geschichte zu verfolgen. Und ich kriege da auch extrem Lust wieder auf Baphomets Fluch. Warum nicht? So, jetzt haben wir einen Fingerabdruck. Den können wir so nicht nutzen. A clay mold of Carl's finger. Ah. I should be able to create a replica of his finger inside, using some kind of castable substance.
unsichtbare Substanz. Also, ob der Hausmeister noch was zu sagen hat, wenn wir schon da sind. Fragen wir auch mal zum Konnektiv. Das haben sie wirklich gut gemacht. In solchen Spielen bekommt man keinerlei Hinweise durch auch durch die Aussagen oder Gedanken der Charaktere und ist dann einfach nur dabei zu raten und muss sich dann auch merken, mit wem hat man schon gesprochen, welche Fragen hat man gestellt. Man weiß aber gar nicht, ist es relevant, und wenn man irgendwann mal nicht weiterkommt, dann neigt man dazu, jede Frage zu stellen. Was unlogisch ist eigentlich. Aber es ist, macht natürlich Sinn, oder man ist natürlich nachvollziehbar, dass man das in so einem Art Spiel dann halt eben auch macht, weil man dann irgendwie weiterkommen möchte. So, irgendeine gießbare Substanz. Ich denke nicht, dass ich damit was anfangen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Monitor Wasserhahn. Wir bräuchten irgendwas wie Gips oder sowas. A clay mold of Carl's finger. I should be able to create a replica of his finger inside, using some kind of castable substance. Okay, sie hat den Finger da reingesteckt. Das heißt, da drin ist es. Wir müssen erst was einfüllen, was dann entsprechend diesen Abdruck dann. Das kann. Wir gehen jetzt nochmal auf jeden Fall nochmal zur Leichenhalle. Vielleicht hatte der auch noch irgendwelches Zeug rumstehen, was ich vorher nicht wirklich so wahrgenommen habe. Wir haben einen Ofen, da könnte man da vielleicht unter Umständen noch was. Quasi wie so Ton. Tonbraten, wollte ich gerade sagen. Tonbacken. So, wo könnte noch was sein? Wir brauchen irgendeine Substanz. Ich weiß nicht, ob es im Museum oben was gab. Check mal kurz und gehen in die Kantine. Bringt uns jetzt eh nichts. Wir müssen im Grunde genommen alles absuchen und gucken, wo wir irgendwie eine gießbare Substanz finden. Ich denke, das ist schon irgendwo, wo wir schon waren, wo es aber vorher keine Relevanz hatte, dass wir diese Substanz haben. Auf dem Balkon war gar nichts. Ah, oh, wenn ich doppelklicke, face sie ein bisschen, ist gleich drin. Auch nicht schlecht. Guck mal in unserem Quartier. Ich schneide es jetzt für euch, bis ich an der Stelle bin, wo ich eine gießbare Substanz gefunden habe, damit es für euch nicht zu monoton wird. So, ich habe zwar die gießbare Substanz noch nicht gefunden, aber mir fiel auf, ich bin ja noch gar nicht nach Osten gegangen vom Marktplatz aus und hier haben wir ein komplett neues Setting. Junger Mann, Statue mit Spielbank zum Roboterladen. Quatsch mal mit ihm, wer ist das? Wer bist du? Something frightening. Excuse me? Humor me. I need some inspiration for my poem. Oh, I get it. What was it again? A need, a guilty pleasure, something frightening. Hey. Respekt, meine Waffe reinigen, Herbst des Lebens. Ja, Vertrauen, Lauschen, Einsamkeit. Trust, eavesdropping, loneliness. Thank you. So, you have a poem for me now? I'll need some time. Come find me later. Das war's? He's busy composing his verse. Okay. Na, guck mal erstmal, was da am Eingang ist. Looks like an apartment building.
I don't have any reason to go up. Nice soothing sounds. An anatomically correct gentleman. Volter's Robot Emporium. Darf ich mal rein? Howdy, Pilgrim, and welcome to Volter's Bot Emporium. Novelty bionics, pet androids, robotic companions, we've got them all. Hi there. I'm Special Agent Vera Anglin. Ooh, here to solve the murders, right? What? Did Pop spill some oil when he lubed my joints this morning? I told you to keep my chassis clean in case of chicks. Crying out loud, Nissa. Just let the police lady ask her questions. Oh, great. A ventriloquist act. Oh, no, she's on to us. Fine. You caught me. The man with the blue hat is just a puppet that I'm cunningly controlling with a set of strings. That's a gosh darn lie. I'm fully steam-powered. Okay, Schluss mit dem Unsinn. Warum ist professionell? Ihr Verhalten ist fehl am Platz. This is inappropriate behavior, citizen. I have some questions about the recent murders. Sure thing, officer. Just keep in mind that all of these are just harmless automatons. There's no real CPUs or nothing around here. I'm not here to report illicit technology. I'm just interested in the killings. All right, then shoot. Ask away. Wow, man kann sich viel fragen. So, vielleicht was kennt der Katharina Berg. Do you know who Katharina Berg is? Katharina Berg. Nope, not ringing any bells. Did you know Maya Strand? Yep, I work with her from time to time. Some of my handiwork can be seen in her exhibitions. Ah, they got some robots in there. Yeah, I assembled them from parts I found in the junkyard. Or the Bot Cemetery, as I like to call it. Sometimes I feel more like an archaeologist than a mechanic. Got it. So, do you have any idea who killed Maya? Ooh, I got a theory. Es wäre cool, wenn man die Sensoren einschalten könnte, aber ich hab das vergessen. It wasn't the big war robot in the main exhibition. Why not? That thing is huge! It could easily rip people to pieces, or buildings for that matter. I know, because I built it, Nissa. It's totally harmless. I don't buy it, Pops. It's got red eyes. That's a telltale sign of a bot turned evil. What I wanted to say was that Maya could be a little odd, but I have no reason to believe anyone would want to kill her. Pops calling others odd? Now that's a joke that requires no punchline. Walter, try to focus on the subject matter, please. Okay, das bin ich kurz. Das Gespräch. Bye, bye. Aktivier hier mal Biometrieanalyse. Hi again. Hey there. So, erzähl mal was über Carl. Did you know Carl Oskarsson? Yeah, friendly guy. Came here buying spare parts every now and then. Spare parts? Like what? All sorts. Filters, tubes, nuts and bolts, various electrical gizmos. Hmm. Any idea of what the parts were for? Couldn't say, but I'm pretty sure whatever it was, it had fluid in it. Maybe a water filtering system, a pump, something like that. All those parts laying around, but do I ever get a working left arm, Pops? No, you'd rather let some carpenter assemble a goddamn aquarium. I could replace Mr. Limpy with a water gun if you prefer. Man, soon you'll even let the kids paint a clown face on me again. With a water gun for an arm, at least you could spray yourself clean afterwards. Sollen wir was über sich erzählen? So, what can you tell me about yourself? Me? Oh, well, what you see is what you get. A crazy old fart with chronic coffee breath? Oh, quiet, you little rascal. What I am is a tinkerer, a craftsman, a father of machines. I cherish building them. I adore putting them on display. And I especially love talking to them. I've noticed. So how long have you been building robots? Oh, ever since I was a boy.
I grew up over at the junkyard. The place was cramped with old discarded robots. I didn't have many friends, you see. So, I decided to befriend these machines instead. Ja, klingt nachvollziehbar. Stina, Kommissar Anderson. I'm off. See you later. Brauchen keine Informationen über die anderen. Bye bye, police lady. Roboterkopf, Roboter, Roboter-Torso, Krabbenroboter, Roboter auf Rädern. Nur mal ein Smart Scan hier. Auf Mayas DNA und auf Karls. Okay, wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. So, mal sehen, ob er jetzt Zeit hat. Immer noch? Okay. Wir sind da jetzt ein bisschen weiter, aber nur wirklich ein klitzekleines bisschen. Was fehlt, ist die Flüssigkeit. Die werden wir noch brauchen. Aber wer weiß, vielleicht hat jetzt auch das Gespräch und der Besuch hier auch nochmal was weiteres angetriggert. Somit kommen wir aber hier in der Episode zum Ende. Und in der nächsten Episode begeben wir uns wieder auf die Suche nach der Flüssigkeit, beziehungsweise ich werde natürlich spielen, bis ich die Flüssigkeit gefunden habe. Und genau da wird es auch weitergehen in der nächsten Episode in Whispers of Machine. Bis zum nächsten Mal.